So Leute, ich bin's mal wieder, Flassfi zurück bei Phoenix Fight Days the Tourney und wir haben gerade Divas Castle im Kreuzverhör. Im Anschluss sollte eine Probe stattfinden, deshalb begaben wir uns zu Studio 1 und da greifen wir doch direkt mal wieder an. Und wann war das genau? Habe ich vergessen. Können Sie versuchen, sich daran zu erinnern? Nein. Das Meeting war um 16 Uhr beendet und die Probe war für 17 Uhr angesetzt. Ich würde meinen, es war irgendwann dazwischen. Sie würden meinen, Sie sagen nur das, was eh klar ist, Edgeworth. Ich war müde, also bat ich Zell, dass er mich fährt. Moment mal, Sie baten Zell, Sie zu fahren, was soll das heißen? Es heißt, was ich gerade gesagt habe. Ich bat Zell, mich mit dem Studio-Van zu fahren. Ach ja, richtig. Um 14.30 Uhr machen wir 15 Minuten Pause. Und was machten Sie während dieser Zeit? Schlagen Sie nicht dauernd auf Ihre Pult. Das irritiert mich. Ja, Herr White. Ups. Es war eine Pause von 15 Minuten. Sir und ich aßen am Tisch vor dem Wohnwagen T-Bone Steaks. Gibt es jemanden, der das bestätigen kann? Sir. Nein, ich meine jemand anders. Einer reicht. Wenn sie den Mord während dieser Pause verübt hätte, hätte sie keine Zeit gehabt, ein T-Bone Steak zu essen, wenn ich einen Beweis hätte, dass sie dieses Steak nicht gegessen hat. Nun, Nick, hast du was gefunden? Irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass sie etwas mehr sagt. Es ist schwer, ich denke, sie ist es gewohnt, die Züge in der Hand zu haben. Aber ich bin mir sicher, dass du irgendwo einen Widerspruch in ihrer Aussage entdeckst. Ich will mal gucken, ob ich das mit dem Steak irgendwie widerlegen kann. Das kann ich irgendwie widerlegen mit dem Steak, da bin ich mir ganz sicher. Warte. Da präsentiere ich ihr jetzt mal irgendwas. Aus dem Personalbereich, Spuren von Schlaftabletten, großen Tellern. Nach dem Treffen im Wohnwagen. Okay. Warte mal, ich präsentiere mal die Steak-Teller. Ha! Genau wie ich es mir gedacht habe. Sie behaupten, sie hatten ein T-Bone-Steak gegessen. Aber ich sage, sie haben keins gegessen. Was soll das denn jetzt, Herr White? Sehen Sie sich das an. Das ist ein Teller. Dieser Teller stand auf dem Tisch im Personalbereich. Wie Sie sehen, liegt darauf noch ein großer Knochen. Herr White, muss ich Sie daran erinnern, dass das ein T-Bone-Steak war? Genau darauf will ich hinaus. Versuchen Sie bitte, sich zu erinnern. Frau Vasquez und Herr Manela aßen an einem Tisch vor dem Wohnwagen. Aha. Doch auf den Tellern lagen keine Knochen. Die Teller waren leer. Frau Vasquez? Sagen Sie mir, wie man ein T-Bone-Steak essen kann, ohne dass ein Knochen übrig bleibt. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ja. Okay, sie aßen den Knochen. Immer. Sie aßen kein Steak. Sie aßen während dieser Pause gar kein Steak. Sie nahmen ihr Steak und warfen es weg. Vielleicht in die Verbrennungsanlage. Ich verstehe. Was also machte Frau Vasquez in ihrer Pause? Ist das nicht offensichtlich, euer Ehren? Sie traf den Samurai. Sie traf den Samurai. Ruhe! Behaupten Sie das? Ja, euer Ehren. Als Frau Vasquez ihren Wohnwagen verließ, um ihr Steak zu essen, begegnete sie dem Samurai und dann taten sie es. Sie töteten ihn mit ihren eigenen Händen. Was zur Hölle? Herr White, ist das nicht etwas anmaßend? Was wollen Sie da wieder für eine Show abziehen, Herr White? Er kann behaupten, was er will. Sie sagen, ich hätte es getan. Ja. Faszinierend. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass es heute wieder langweilig wird. Nun gut. Dann mal auf zum geistigen Kräftemessen. Sie gegen mich? Jederzeit was, Cass. Viel Glück, Nick.
Wir werden ja sehen. Was war gleich wieder die Mordwaffe? Ach ja, der Samurai-Speer. Ja und? Wie Sie sehen können, bin ich eine Frau von zierlicher Statur. Hätte ich diesen schweren Speer als Waffe verwenden können? Ich denke, Sie konnten es. Es ist nicht unmöglich. Nun, vielleicht ist es nicht unmöglich, aber... Ruhe. Ich rede. Grrr. Dem Opfer wurde von vorne in die Brust gestochen, oder? Das weist darauf hin, dass dem Opfer die Anwesenheit des Mörders bewusst war. Nun, das Kostüm des Samurai ist leicht und beweglich. Im Vergleich zu dem Opfer bin ich schwächer und langsamer. Ich könne einen solchen Kampf auf keinen Fall gewinnen, abgesehen von davon, dass Beweise gibt, dass ich den Speer nicht hatte. Auf dem Foto des Samurai kann man sehen, dass das Opfer ihn selbst hielt. Oder wollen Sie behaupten, ich hätte ihm den Speer entreißen können? Ja, nimm das right. Falls Sie immer noch glauben, dass Sie es war, beweisen Sie es uns. Hey Nick, schau dir die Daten zum Samurai-Speer an, die wir den Gerichtscharakter haben. Steht da nicht, was dir auffällt? Etwas Seltsames über einen Samurai-Speer. Moment mal. Stimmt was nicht, Herr White? Tut mir leid, euer Ehren. Ich werde meine Behauptung gerne zurücknehmen. Nun gut, ich werde nicht auf ihr bestehen. Aber ich fürchte, dass sie mit einer Strafe belegen muss. Oh, was soll das? Sie nehmen ihre Behauptung zurück? Lassen Sie uns nochmal etwas zurückgehen. Ich würde gerne wissen, ob die Zeugin den Samurai-Speer hätte benutzen können. Aber das ist für den Fall unerheblich. Was soll das heißen? Der Samurai-Speer war nicht die Mordwaffe. Was? Okay. Was soll das heißen? Der Speer wurde neben der Leiche des Opfers gefunden. Ich kann es beweisen, euer Ehren. Ich kann beweisen, dass der Samurai-Speer nicht die Mordwaffe ist. Nein, da nicht, damit nicht. 5 Jahre altes Foto, Schlaftabletten, nein. Samurai-Speer. Die hat einen Bruch. Warte mal. Weg zum Ruhm, hier das Kamera. 5 Jahre altes Foto. Schlaftabletten, Steakteller. Van, Anwaltsmarke, Jacks Autopsiebericht, warte mal. Speer, Durchstach, Brust. Schläft ein Bein zum Ansehen, prüft das zu drücken, prüfen. Nee. Warte mal, hier, der Samurai-Speer war zerbrochen. Ich lege meinen Beweis vor, die sogenannte Mordwaffe. Aber das ist die Mordwaffe. Nicht so schnell. Erinnern Sie sich daran, dass dieser Speer bei der Probe der Action-Szene am Morgen brach? Aber irgendjemand hat den Speer repariert. Das war die Wachfrau. Sie hat ihn mit Klebeband repariert. Nun, erklären Sie mir bitte, wie es möglich sein soll, dass jemand da mit einem Mannerstich, der ein dickes Kostüm trägt, in die Brust. Gute Frage. Ruhe, Ruhe. Herr White, worauf wollen Sie hinaus? Denken Sie daran, was Sie... Ruhe. Ich bin diejenige, die hier aussagt, also hören Sie gefälligst zu. Sind Sie noch bei Sinn? Sind Sie sich überhaupt bewusst, was Sie da sagen? Falls der Samurai-Speer nicht die Mordwaffe war, was denn bitte dann? Wie wurde Hammer getötet? Nun, Herr White, können Sie sagen, mit welcher Waffe der Mord an Hammer verübt war? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Natürlich nicht. Lassen Sie die Mädchen White. Dem muss ich beipflichten, Herr White. Tun Sie wenigstens so, als wüssten Sie es. Ups, Anmerkung für mich. Warte. Anmerkung für mich, erst denken, dann sprechen. Harte Hunde. Nun, Herr White, können Sie sagen, mit welcher Waffe der Mord an Hammer verübt wurde? Was kann ich Ihnen sagen? Werde ich so etwas, wenn ich nicht wüsste, was die Mordwaffe ist? Ich fürchte, mitunter erweist sich Ihre Zuversicht als unbegründet, Herr White. Nun gut, dann lassen Sie uns die Mordwaffe sehen. Der Samurai-Speer. Nick, denk noch etwas darüber nach. Hä? Nachdenken? Bitte. Wie soll das denn die Mordwaffe sein können? Da hat sie nicht unrecht. Stimmt was nicht? Nein, euer Ehren. Alles in Ordnung. Mordwaffe, Schlaftabletten?
Nochmal drüber nachdenken, okay, das passt auch nicht. Vielleicht der Kopf? Nein. Okay. 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 Ah, der Van. Nee. Wie ich gerade so voll euphorisch. Ah, der Van. Ach nee. War auch sehr schön. Der Zaun. Sehen Sie sich dieses Foto an. Was ist das? Nun, das ist Jack Hammer, der oben auf der Treppe steht. Ruhe, Ruhe. Wenn keine Ruhe einkehrt, wird die Verhandlung vertagt. Herr White, was hat das alles zu bedeuten? Dieses Foto wurde vor 5 Jahren aufgenommen. Da gab es einen schlimmen Unfall in den Globe Studios. Dies ist ein Foto von genau diesem Unfall. Kein Sterbenswörtchen davon kam an die Öffentlichkeit. Es war ein wohlbehütetes Geheimnis in den Studios. Was hat das denn mit dem aktuellen Fall zu tun? Herr Edgeworth, sehen Sie es denn immer noch nicht? Sehen Sie den gestürzten Mann auf dem Foto? Ein Zaunfall hat seine Brust durchbohrt. Was? Wollen Sie damit sagen? Ja. Was vor 5 Jahren passiert ist. Ist erneut passiert. Herr White, fahren Sie fort. Es ist 14.30 Uhr am Tag des Mordes. Frau Devers Kess begegnet Jack Hammer vor dem Wohnwagen Studio 2. Dann hat sie es getan. Sie hat Herr Hammer von der Treppe auf den Zaun gestoßen. Genau wie Herr Hammer es selbst vor 5 Jahren gemacht hat. Wobei ich nicht sagen kann, ob sie es absichtlich getan hat oder es ein Unfall war. Anders ausgedrückt, das Opfer, Herr Hammer. Er ist so gestorben wie der andere Mann, dessen Tod er verursacht hat. Damals, vor 5 Jahren. Genau so war's. Welch eine Ironie, nicht wahr? Hoho, wie einfallsreich, Herr White. Ein Mann wie Sie könnte ich als Drehbuchautor brauchen. Leugnen Sie, dass Sie meine Darstellung nehmen, stimmt? Herr White. Nur mal angenommen, Hammer wäre tatsächlich bei dem Wohnwagen gestorben. Warum war die Leiche dann nicht dort gefunden, sondern in Studio 1? Und dann auch noch im Kostüm des bösen Richters? Behaupten Sie etwa, ich hätte die Leiche bis ins Studio 1 geschleppt und wäre zum Wohnwagen zurückgekehrt? Das alles in der 15-minütigen Pause? Hätte ich die Leiche wegschaffen sollen? Mit dem Van. Die Pause des Meetings dauerte 15 Minuten. Von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr hätte man Jack Hammer von der Treppe in den Tod stoßen und dann ins Studio einschleppen und in sein Kostüm stecken können. Dafür reichte die Zeit nicht. In der Tat. Nun, Herr White, hätte sie das mit der Leiche anstellen können. Sie konnte sie befähigen. Sie werden überrascht, ich wette, sie wäre dazu in der Lage. Wenn das Leben von Menschen davon abhängt, können sie unglaubliche Dinge tun. Keine Besuchung unglaublich, aber wahr, okay. Wenn sie behaupten, sie hätte alles innerhalb von 15 Minuten erledigt, warte mal, lassen sie mich raten. Dann beweisen sie es. Richtig, dann beweisen sie es. Und soll ich das anstellen? Dann sollten sie lieber keine haltlosen Behauptungen aufstellen. Moment mal, woher weiß er, was ich denke? Ha! Ich muss mir den kalten Schweiß auf ihrem Gesicht ansehen und weiß Bescheid. Herr White, möchten Sie Ihre Behauptung nochmal überdenken? Nun, Herr White, sie fand einen anderen Weg. Und wenn sie eine andere Möglichkeit als ihre Arme hätte, die Leiche zu bewegen? Zum Beispiel, was das betrifft, musste sie das Verbrechen keinesfalls in 15 Minuten verüben. Und es gab eine Möglichkeit für sie, die Leiche zu transportieren. Interessant. Dann lassen Sie mal hören. Herr White, zeigen Sie uns bitte, wie sie die Leiche transportiert hat. Das weiß ich. Frau Vasquez, Sie schafften die Leiche zu Studio 1 und Sie benutzten dazu den Studio-Van. Wir haben sie. Damit haben wir sie. Erinnern Sie sich an Ihre Aussage? Anschließend sollte eine Probe stattfinden, deswegen begaben wir uns zu Studio 1. Und damit, bevor wir sie komplett enttarnen, beende ich diesen Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und beim nächsten Mal
seht zu, wie wir Frau Vasquez enttarnen. Bis zum nächsten Mal, euer Flass TV.